Guten Morgen, Internet! Jemand sitzt wieder in unserer Mitte. Wer ist es denn? Am Montag eine nette Persönlichkeit? Wer ist es denn? Er weiß es selber nicht. Er guckt sich um. Wo ist er? Freddy, wir moderieren das jetzt seit 5 Monaten. Wo ist er? Psst, du darfst noch nicht sagen. Das ist also nach dem Intro. Ah, okay. Wer bist du? Was machst du? Wer bist du? Was machst du? Hallo, herzlich willkommen. Stell dich bitte vor, erzähl uns, was du machst. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin der Dominik, der Kedos. Wir kennen uns beide, aber wir kennen uns. Wir kennen uns. Echt? Wir kennen uns. Wir sehen so aus wie Leute, die potenziell schon mal vor über einem Jahr zusammen gewohnt haben können. Ja, stimmt. Und dann habe ich, um eine Verbindung in unser Leben zu schaffen, ein Paket bei dir drapiert, das jetzt für immer bei dir bleiben wird. Das ich heute schon wieder vergessen habe mitzunehmen, ja. Übrigens. Das vergisst du mit Absicht? Wahrscheinlich will ich dich einfach nur in meine Wohnung locken. Ich bin mir sicher. Weil ich vermisse, dass wir in einer Wohnung leben. Kedos und Kelly Shipping. Kelly. Pass mal auf, dass ich nicht direkt anfange zu weinen. Ja, das reicht aber eigentlich als Vorstellung, oder? Dass ein Paket von mir bei ihr liegt. Das genau, ist du bist der Typ, alles, was du bist ein random Typ, den wir auf der Straße gefunden haben, der mal ein Paket zu Kelly bestellt hat. Genau. Der und Nachbar von sonst wann. Machst nebenbei auch Let's Plays, ne? Bist auch Let's Player. Schon viel länger im Business, als ich das bin. Jetzt 2 Jahre vorher und ich habe nach wie vor immer sehr gerne Videos von dir geschaut. Das ist schön. Das ist wirklich so. Mir wird hier zu Anfang direkt richtig warm. Ja, und darum geht es eigentlich heute auch. So, heute geht es um YouTube-Momente, unsere persönlichen YouTube-Momente, YouTube-Momente vielleicht von anderen, die peinlichsten, die schönsten, die süßesten, die ekelhaftesten. Und dazu gibt es auch Adjektive, das waren gerade alle, die ich kenne, die wir darauf geschrieben haben, auf diese Zettelchen. Die ziehen wir immer und dazu, spontan zu dem Adjektiv, was da draufsteht, erzählen wir unsere jeweilige YouTube-Situation. Geschichte. Das ist das Ding. Das wird schön. Und da bist du auch bereit für, denke ich. Das wird grandios. Ja, ich bin super bereit. Wahnsinn. Ich freue mich richtig. Okay, Gast darf als erstes. Ich darf als erstes ziehen. Der Gast natürlich. Der Gast, die Lady und dann der alte obdachlose Hipster-Zwerg. Ich dachte, ich wäre der Obdachlose, den ihr hier... Nö, im Hintergrund hört man... Also wir müssen die Rollen schon anständig verteilen. Dann suche ich mir jetzt mal was raus. Die sind auch noch so schön, guck mal, das gibt so ein weihnachtliches Bild jetzt hier mit den Schneeflocken. Das stimmt, das ist ja voll Christmassy. Ja, ich dachte mir, ich bringe noch mal so ein bisschen Winter und Weihnachten und alles mit dazu. Hier steht witzig drauf. Witzig. Ein witzigster YouTube-Moment. Mein witzigster YouTube-Moment. Ich hab so viele. Jetzt kommt diese Traumblende mit den Wellen, weißt du? Ja. Und dann so eine Harfe. Jetzt kommt das so ein Flashback, weißt du, dass gar kein Witz mehr da war und alles ist traurig gewesen und ich weiß gar nicht, was los ist. Mein witzigster YouTube-Moment, das ist mega schwierig zu definieren, weil man so viele witzige Momente hatte. Aber wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, als wir über YouTube-Momente geredet haben. Okay. Und da gab es schon einen witzigen Moment, ja, als wir damals gemeinsam in dieser WG gewohnt haben. Da hat die Kelly nämlich mit dem Davis und mir zusammen. Der hat da nämlich auch gewohnt. Der 3-Dudelsack-3. Sehr sympathischer Name. Davis fucking Schulz. Der Davis fucking Schulz. Darf man das hier sagen? Ja, klar. Fucking. Internet. Fucking. Davis fucking Schulz. Ja. F-U-C-K-I-N-G. Ja. Jedenfalls, da haben wir in dieser WG gewohnt. Und dann hattest du eine grandiose Idee. Ja. Nämlich die Kelly dachte sich, Mensch, ich will unbedingt mal Schmuddelfilmchen anschauen. Ich will unbedingt mal, ich kann das nicht alleine, ich brauche da männliche Begleitung. Unterstützung brauche ich da. Und dann hat sie uns zu einer Porno-Challenge eingeladen. Und das war sehr amüsant. Denn ich glaube, alle Emotionen waren es war wirklich alle Emotionen. Präsent. Wir haben danach auch, glaube ich, 3 Tage nicht mehr miteinander gesprochen. Jeder ist nur in sein Zimmer gegangen. Okay, ciao, Leute. Ich bin da mal das weg. Das war weird. Ja, da gab es jedenfalls auch, deswegen habe ich mich daran erinnert, da gab es auch so ein wunderschönes Gläschen mit so Dingern drin und da standen Begriffe drauf, jeder von uns welche draufgeschrieben und dann haben wir zu diesen Begriffen Filme ab 18 Das ist witzig. Und das ist nach wie vor... Das ist eine coole Idee. Nicht, dass du das jetzt auch noch machen willst. Auf jeden Fall. Ich bin dafür nicht mehr zu haben. Das war echt verschwendet. Das war ein Hoch. Das kommt an unsere Reddit-Challenge ran. Oh, ich habe vieles gesehen. Das war jedenfalls nicht nur 50-50-Challenge ist meine Startseite. Ein allgemeines Hoch meiner YouTube-Karriere, sondern auch unfassbar witzig. Mm. Das war wirklich, da haben wir viel gelacht. Ja, da haben wir echt viel gelacht. Und waren auch sehr beschämt. Genau. Ja. Ja, ich kann jetzt ich lese mir immer noch gerne die Kommentare da unten drunter durch, wo drin steht, dass wir alle sehr... geil sind. Macht ihr doch mal ein Porno. Ihr wohnt doch eh schon im Puff, ne? Ja, so, das war das Ding. Okay, das so viel dazu. Das war süß. Das ist ein schöner Moment. Ja, das ist mein einziger Moment. Aber wie viele Adjektive kennt ihr denn? Das sind ja schon 12 oder so. So viele kenne ich. Ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ungewöhnlich waren, glaube ich, so dass man so die ganzen Reisen so
wenn Leute jetzt anfangen, YouTuber jetzt anfangen, auch für einen wohltätigen Zweck was zu machen. Das ist irgendwie ungewöhnlich, weil es nicht so ein gewöhnlicher Content auf YouTube, der funktioniert auch nicht so gut auf YouTube, wie ich festgestellt habe. Fand ich auch sehr ungewöhnlich. Da hattest du dieses Jahr was für ein komischer, oder letztes Jahr. Ja, genau, so letztes Jahr. Genau. Und was irgendwie viele nicht interessiert hat. Und ich dachte so, geil, ich fange jetzt an, da in Afrika Daily zu vloggen. Hm. Und dann hat es keinen interessiert. Aber ja, ist ja so, ne? Menschen und Wohltätigkeit, wir reden gerne drüber, machen tun wir es immer nicht. Ja, ungewöhnlich. Aber deswegen habt ihr mich doch hier. Ein bisschen Downer, aber es ist ja so ein ungewöhnlicher Downer. Ja, ungewöhnlich, dass die Geschichte doch noch ein Downer war. Ungewöhnlich, weiß ich nicht. Gut, dann schnapp ich das war jetzt eine ungewöhnliche Geschichte, die einen ungewöhnlichen Effekt auf uns hatte. Was für ein komisches, ungewöhnliches Wort. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist schon ganz schön ungewöhnlich. Ist echt schrecklich. Wenn du jetzt von unserem Kennenlernen erzählst, dann... Als ich Dominik kennengelernt habe. Mensch, war das schrecklich. Ja, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das weiß ich. Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Nee? Also wirklich nicht. Hey, ich weiß auch nicht mehr, wo ich euch beide kennengelernt habe. Ich weiß, wann ich dich kennengelernt habe. Echt, wann? Bei Let's Play... Das war schrecklich. Passt direkt dazu. Das war bei... Nee, weil das war tatsächlich irgendwie scheiße, weil ich das richtig komisch fand. Bei Let's Play Poker haben wir uns erstes erzählt. Du hast moderiert. Aha. Bevor ich das moderiert habe. Ja. Nee, also erst du, dann kam Siegesmund nochmal, dann habe ich moderiert. Ja, ja. Okay. Und dann war das auf der Aftershow, Fete? Habe ich das alleine moderiert? In der Bar? Nee, mit noch irgendwem, glaube ich. Saraza damals. Oder mit Siegesmund. Oder mit Siegesmund. Ich weiß es nicht. Das waren die ersten. Auf jeden Fall, auf der Aftershow, genau, haben wir uns dann getroffen. Und dann kannte ich deine Videos. Mhm. Und dann hatte ich diesen Scheißmoment, wo man eigentlich denkt so... Das ist so ein voller Mongoloid, mit dem ich voll gut klarkommen würde. Aber wie redet man jetzt normal, außer, hey, mal auf YouTube? Und ich habe, glaube ich, auch irgendwas so in der Richtung, also ich habe erstmal drei Lifestyle-Getränke abgewartet. Ich wusste doch, dass du auch YouTube machst. Ja, das weiß ich aber ja nicht, weil wir noch nie uns gesehen hatten, auch persönlich davor. Ich habe dich auch noch nie auf einer Messe gesehen oder so, aber, auf irgendeiner Fete. Ach so, okay. Ich habe dich einfach gar nicht gesehen. Aber du hast doch mitgespielt, oder? Ja, ich habe gewonnen an dem Abend. Genau. Und dann, okay. Und dann aber so, wir hatten uns dann nur in der Sendung und dann so, hallo, tschüss. Und dann dachte ich so, ja komm, man kann ja auch quatschen. Und das, ich wusste gar nicht. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie, ich bin Freddy, ich mache auch YouTube. Nee, das war noch eine Sendung davor, da habe ich noch gar nicht mitgespielt. Ah, okay. Das war nur Aftershow. Und dann haben wir kurz irgendwie auch gequatscht und das war super random. Und richtig merken, das fand ich richtig schrecklich. Weil ich dachte mir, ich kam gerade wieder, und das habe ich nicht nur bei dir gesagt, das habe ich bei so vielen YouTubern gehabt, gerade auch als ich angefangen habe, dass ich mir dachte, du hast dich wie ein voller Spacko vorgestellt gerade. Das ging gar nicht klar. So schlimm war es nicht, ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Ja, ich habe ja auch erst abgewartet, bis ihr alle kann immer ich irgendwie bei keinem mehr erinnern. Das ist ein guter Tipp, wenn man uns kennenlernen möchte. Erst Lifestyle-Getränke abwarten, 3 bis 4 Runden, dann mal Hallo sagen. Dann sind wir auch total hier, du meinst damit so Limo und sowas. Ne? Limo, Lifestyle. Limo Lifestyle. Und Milch, was man halt so in der Bar bekommt, genau. Tee, Apfelsaft. Also, genau. Ist lecker. Genau. Limo oder TV-Moment. Tequila. Genau. Bitte was? Ach, ich bin wieder dran. Schon genau. Ja. Mal weiter. Ich weiß noch, mir ist gerade noch eingefallen, ich weiß noch ganz genau, wann ich dich das erste Mal in real gesehen habe. Aber das ist so weit von unserem eigentlichen Kennenlernen gewesen. Echt? Das ist noch eine ganz andere. Auf der Gamescom irgendwann. Ja. Also, noch, als er als Fan anstand. Da warst du noch ein unschuldiges Martel. Ein Martel. Lieb. Der liebste YouTube-Moment. Hm. Total. Als meine Mutter mir gesagt hat, ich akzeptiere die Scheiße jetzt nach 4 Jahren. Ja. Jetzt ist es okay. Nach 4 Jahren ist es in Ordnung, dann kriegen wir ihn nicht mehr um. Nein, so war das. Mein liebster YouTube-Moment. An den du immer noch denkst und dir denkst, wow. An den ich immer noch denke und mir denke, das war lieb. Das war aber lieb. Wirklich. Ich habe nicht mal einen Lebensmoment, der lieb war. Ja, deswegen ist das auch so schwierig. Es ist wirklich hier so ein bisschen ein Durchkramen durch... Trauer auch, aber nein. Vor allem, es sind so viele Jahre schon. Ja, es sind so viele Jahre. Ich würde jetzt einfach ganz ehrlich hier gar keinen Moment definieren, sondern einfach allgemein. Ich dachte gerade, du greifst über mich und habe nicht gewusst, warum, aber du bist red was anderes. nee, ich würde da wirklich ganz einfach so diese, also nicht nur Zuschauermomente, in denen man Zuschauer direkt trifft, sondern einfach so diese allgemeine Nettigkeit, die einem dann öfters mal entgegenkommt. Ja. Weil man hat ja öfters genug dann auch mal wirklich einen Tag, wo es irgendwie schief läuft. Mhm. Und dann habe ich oft so dieses Ding, dass auch mal einfach ein netter, lieber Tweet irgendwie reinflattert. Ja, so, das gibt's ja auch. Irgendwann sagt so, hier mal ein Tweet irgendwie mit random Liebe an dich oder sowas. Ja. Und dann denke ich mir so... Stress dich nicht so. Können wir ja heute auch mal machen, komm. Ein bisschen random Liebe in die Kommentare. Einfach mal, wenn ihr irgendjemanden seht, der was Nettes geschrieben hat oder den ihr auch nett findet, einfach mal genau ein bisschen untereinander einfach mal sagen, Leute, ich hab euch lieb. Oder ich hab dich lieb. So ein bisschen mal schöne Momente. Komm, wir machen uns eine schöne Kommentarzeit heute. Machen wir uns schöne Momente hier. Außer den einen Typ. Ich seh dich, Digga. Ich
Ich versöhne dich, Digga. Für dich gibt es keinen Apfeltee mit Zimt. Boah, ist ein sehr langes Das ist wirklich lang. Davon erzähle ich noch meinen Enkelkindern. Ich glaube, den Enkelkindern erzählt man dann schon eher so. Also ich hatte einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Meine erste Million mit 19. Nein, Quatsch. So viel. Mach doch die zweite mit 19. Ja, ich würde das bitte nicht. Also egal, ich fand cool, als wir auf so einem Event waren und da ganz viele Zuschauer halt in den Reihen standen, um auf die Autogramme zu warten. Und dann bin ich einmal so diese Schlange durchgerannt und habe sie jedem so ein High Five gegeben. Das war so geil. Ja, da gibt's war das, ein Video war das die Video Days in Berlin? Kann sein, dann kenne ich das Video sogar. Ja, das war so cool. Wo wir nochmal auf das Thema schrecklich zurückkommen. Ich wollte mal ein bisschen Stimmung. Ich spüre jetzt so ein bisschen Spannung. Ja, ich fand's so cool, weil das war irgendwie so. Knistert. Yay, und alle haben irgendwie Party gemacht und ich war voll happy und alle waren so, huh, wir sehen gleich unsere YouTuber. Hast du das auch so in Schwarz-Weiß und Slow-Mo mit diesem dünn, 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 dünn? Das wäre geil, das werde ich mach dir das gerne fertig. Du kannst dir das auch fertig machen. Wir machen es zusammen fertig. Ich leg die Musik drunter, du machst den Schwarz-Weiß-Effekt. Wir machen uns zusammen fertig. Ich hab wieder was Negatives. Ich habe Ärger. Ich bin heute echt von gut bis lieb die Negativfraktion hier. Ärgerlich, ein ärgerlicher YouTube-Moment. Hat man oft, ne? Wenn man mal vergisst, was aus einem Video rauszuschneiden, gibt es viele Momente, die. Also ärgerlich ist noch so vor Scheiße, ne? Also, ja, ärgerlich ist so, ach Mann, ey, so das ärgerlich. Ist, ja, das Schnittprogramm stürzt ab. Genau. So. Oh, das sind so die Dailies. Das sind so die Dailies eigentlich. Ja. Also man hatte eigentlich, glaube ich, dauerhaft immer ein gutes Stück Gefahrenpotenzial dabei in unserem Berufsfeld, weil es halt auch so frei ist und nicht sich auf ein Programm verlässt, sondern auf viele und auch auf die eigene nicht allzu dumme Dummigkeit manchmal, wenn man mal was vergisst zu speichern und dann sein Audioprogramm schließt und dann einfach eine Stunde Tonspur fehlt und man alles nochmal neu aufnehmen muss, so Dinger oder dann ganzes Spiel wegschmeißen kann, das ist ärgerlich. Das ist halt einfach nur eigene Dummheit, ist ein bisschen ärgerlich, die Programme sind manchmal ärgerlich. Es kommt ja aber auch mit diesem selbstständig sein einfach, da passieren einem einfach viele ärgerliche Sachen, weil man weil man alles selber kontrollieren muss, was man macht und man das halt einfach niemals hinbekommen kann, alleine alles. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat und wir nochmal sowas in der Art machen sollen. Es gibt anscheinend noch sehr viel mehr Adjektive. Also mein Wortschatz wurde gerade schon vergrößert, eure hoffentlich auch. Dann können wir das sicherlich nochmal machen. Ich fand es ganz interessant. Und eure YouTube-Momente von irgendwelchen Messen oder vielleicht privaten Treffen haben sich auch viele durch uns oder unsere Communities kennengelernt. Schon haben wir auch alle schon mal gelesen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Zweimal haben sich verlobt, zwei getroffen haben. Ja, beim Gronkh sind doch auch schon zwei verheiratet. Haben. Stimmt, das hat er mal getwittert, das habe ich mal gesehen. Ja. Mega cool. Also so Momente einfach mal gerne von euch in die Kommentare und dann sehen wir uns gleich jetzt noch in der Endcard wieder. Sehr schön, schöne Sendung. Ich finde euch auch schön. Wenn ihr uns jetzt noch abonnieren wollt, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr das gerne machen. Hier sind auch noch weitere Guten Morgen Internet Videos, falls ihr was verpasst habt in der Vergangenheit. Bestimmt nicht, das kann eigentlich gar nicht sein, aber hier habt ihr es nochmal zum Nachholen. Oder ein anderes Funkformat, das ihr euch gerne mal angucken könnt. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, und beim Kedos was ihr cool gucken, ne? findet. Doch. Und auf jeden Fall beim Kedos reinschauen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Gerne. Danke. Bitte.